Der ganz neue. Ich meine, der ist gerade vom Band gelaufen. Sieht man ja auch. Der ist poliert. Also. Welch eine Musik! Menschenskinder, mal. Angelo, mag meine Musik nicht. Bin mittlerweile auf dem 90er-Trip irgendwie so ein bisschen seit Mal zu Vergnügen. Ich finde das irgendwie sensationell. Weißt du, wer das singt? Jetzt bin ich gespannt. Wer singt das? Keine Ahnung. Alone von der Band? Es ist Lasko. Apropos musikalischer Trip. Was hast du eigentlich am Wochenende gemacht, Antje? Ich habe Akten sortiert. Private Akten. Diesmal nicht die Firmenakten, sondern private Akten. Also hast du ein sehr anspruchsvolles Wochenende gehabt? Ja, sehr, sehr anspruchsvoll. Ich hatte auch ein sehr schönes Wochenende. Willst du wissen, was ich gemacht habe? Ja, unbedingt, Sven. Ich war am Sonnabend bei einem wunderbaren Konzert. Welchen Konzert denn? Dieter Thomas Kuhn. Oh. Weißt du, da hast du mir richtig gefehlt bei dem Konzert. Ja, die Leute, ne? haben ausgelassene Stimmung gehabt, die waren sensationell drauf. Aber ach nee, das stimmt, das passt ja nicht zu dir. Nee, stimmt's. Da irrst du dich jetzt, aber. Und danach habe ich tierische Freude gehabt. Das heißt danach, davor eigentlich. Nachmittags habe ich schon. Da ging es mir schon richtig genial. Ja, was habe ich davor gemacht? Ich war am Millerntor und wir haben gewonnen. Zwar in der letzten Minute, aber wir haben gewonnen. Und hinterher die Stimmung war grandios. Sonntag, warte mal, am Sonntag war ich auch beim Spiel, da war ich beim Spiel der zweiten von St. Pauli. Maurice hat gespielt. Die haben allerdings, uiuiui, kann man gar nicht laut sagen, 0-3. 0-3, haben verloren. Uiuiui. Ja, macht ja nichts. Kann ja nicht immer gewinnen, ne? Nee, aber es war tatsächlich ein schönes Wochenende. Jetzt geht es für uns schon wieder im Termin. Wir sind angekommen in der Hamburger Meile und haben jetzt hier einen Termin mit dem Center Management und es geht ja um eine tolle Veranstaltung, die wir demnächst hier vor durchführen und deswegen Los geht's. So, wir haben jetzt die Bank nämlich wieder abgeholt für den Friends Cup. Der Friends Cup ist am Donnerstag und am Donnerstag wird wieder Fußball gespielt, Hallenfußball. Und danach gibt es ja wieder was zu essen und alle. Deshalb brauchen wir unsere Bank wieder. Ja, ne? Stefan schiebt mich jetzt. Ich bin nämlich auf die geniale Idee gekommen, man könnte ja mal damit durch die Gegend geschoben werden. Auf geht's ins Büro! Gegangen, aber ich bin beim Büro angekommen. Jawohl, danke Stefan. Dankeschön. Ja.
Ich bin jetzt quasi am Schneiden. Antje und Stefan haben gesagt, sie müssen mal schnell zum Amt. Die sind also weggefahren. Deswegen habe ich jetzt hier meine Ruhe. Und ich bin denen ja auch noch einen Teil schuldig. Und zwar zeige ich denen ja gerade hier in der Firma meine Reisefilme aus dem Jahre 2015. Denn ich bin ja über Weihnachten, Silvester mit AIDA in der Karibik gewesen. Und da Stefan und Antje sich für diese Reise entschieden haben, sie dieses Jahr durchzuführen, zu machen, zeige ich ihnen so ein paar Urlaubsvideos, ein paar Filme. Und den Teil, den ich Ihnen heute zeigen werde, da bin ich gerade dabei in der Endfassung. Den werde ich Ihnen mal zeigen und werde Ihnen den mal präsentieren. Und da geht's los. VW-Käfer, der ganz neue. Ich meine, der ist gerade vom Band gelaufen, sieht man ja auch, der ist poliert. Also. Fleißige Gäste in Hartung auf jeden Fall. Das Geile ist, es ist wirklich mittags hier. Ja. Mittlerweile kurz nach 1 Uhr hat eine Band gespielt. Hammer. Oberhammer, eine Rockröhre. Also, ich fand schon mal. Einfach mal so, ne? Einfach mal so mal reingehauen in die Tasten und ins Mikrofon. Finde ich wirklich mega. Jetzt geht's zurück aufs Schiff und das Schöne ist, gleich ist Kaffee trinken Zeit. Haben wir schon über 30 Grad? Ja. Und ein Stück Kuchen bis gleich. Und dann bereiten wir uns auf Dinner for One vor. Wer hier den Butler und wer die Lady spielt, das lassen wir offen. Hier beim Einwohnermeldeamt in Fuhlsbüttel, denn wir beide beantragen heute unsere Reisepässe. Wenn es dann Ende des Jahres was mit Amerika werden soll, dann brauchen wir auch Reisepässe. Wir sind ja momentan voll auf dem Trip, dass wir auch gerne die Miami-Tour machen wollen. Mal gucken. So, mit den Reisepässen hat alles geklappt. Ab 4. Oktober können wir sie schon abholen. Schon, naja, 3 Wochen. Aber super, dann steht der Reise nichts mehr im Wege. Und wir fahren jetzt eine Runde wieder zurück ins Büro, weil da geht's mit der Arbeit.